Hallo und herzlich willkommen zu Backstage Spezial, dem Interviewmagazin bei Kanal 21. Köller Alarv oder doch eher Moin Bielefeld? Denn ich bin heute mit der Brassband Querbeat auf dem Campus Festival in Bielefeld. Hey, schön, dass ihr da seid. Dankeschön für die Einladung hier. Erzählt doch mal, was bedeutet eigentlich Querbeat? Das ist eine gute Frage. Also dazu muss man irgendwie, glaube ich, verstehen, dass wir schon sehr, sehr lange zusammen sind als Band. Also wir haben 2001 als Schülerband angefangen und haben damals gedacht, so ein Wortspiel mit Quer und Beat wäre irgendwie ganz nice. Natürlich haben wir, glaube ich, innerhalb dieser, keine Ahnung, müsste jetzt 20 Jahre, die es uns jetzt gibt, schon bestimmt auch genauso oft drüber nachgedacht, den Namen zu ändern, weil wir den zwischendurch so richtig scheiße fanden. Weil so ein bisschen wie so ein Wortspiel, wie so ein schlechter Friseursalon, irgendwie die so haargenau heißt oder sowas. Aber wir haben uns dann irgendwann wieder gefunden, irgendwie wieder gefunden und zum Namen zurückgefunden eigentlich. Es war so ein bisschen so eine kleine Reise, weil jetzt passt es irgendwie, weil wir so nicht so festzulegen sind, auf welches Genre wir jetzt gerade machen und quer durch alle Beats irgendwie ein bisschen Musik praktizieren. Ja, ihr kommt ja ursprünglich aus dem Kölner Karneval. Wie kam es dazu, dass ihr dann auch überregional aufgetreten seid? Wir kommen tatsächlich, über diese Schülerband haben wir Straßenmusik ganz viel gemacht und sind dann da jemandem aufgefallen, der meinte, ihr passt auch ganz gut in diese Mentalität vom Kölner Karneval mit guter Energie und vielen bunten und guten Momenten. Und dann haben wir viele Jahre Karneval gespielt, also ich mache es immer noch ab und zu, weil es einfach auch sehr, sehr geile Partys gibt in Köln, also müsst ihr unbedingt vorbeikommen. Und ja, das hat sich dann einfach so ein bisschen entwickelt. Mhm. Ja. Ja, wie du eben schon sagtest, seid ihr seit 2001 schon am Start, damals als Schülerband gestartet. Hättet ihr damals gedacht, dass ihr mal so erfolgreich sein werdet? Ich glaube, geträumt haben wir auf jeden Fall und wir haben immer groß geträumt und das ist einfach, ja, es war viel Arbeit, es hat aber auch mega viel Spaß gemacht, diese Entwicklung durchzuleben und jetzt ist einfach der Traum zur Realität geworden. Ja, das ist so bestimmt sehr cool, wenn man dann sieht, dass man mit dem, was man macht, Erfolg hat. Ja, total. Wobei man auch Erfolg ist auch immer so eine Frage, wie man es definiert. Wir wollten immer Musik für Leute machen, unsere Geschichten erzählen, Leute mit unsere Musik erreichen. Und allein, dass das einfach mehr wird, dass man die Chance hat, von noch mehr Leuten unsere Musik zu spielen. Ich glaube, das, was wir so unter Erfolg verbuchen, also das ist einfach super schön zu sehen, dass man einfach immer in Bewegung bleibt, immer weiter rollt und ja, das ist, glaube ich, so unser Erfolg. Und dass wir als Band immer noch zusammen sind, dass wir immer noch diesen ganzen Spirit von damals irgendwie noch haben, das ist, da gucken wir uns auch manchmal an und sagen, ach cool, das unterscheidet uns, glaube ich, auch von vielen anderen Bands, die einfach vielleicht irgendwann sich auseinandergelebt haben, aber wir gemeinsam erwachsen geworden sind und ja, dass diesen unseren Erfolg dann haben, aber... Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, so mit 13 Leuten in einer Band, oder? Ist relativ einfach. Wir sind halt eine große Clique. Man kann sich mal aus dem Weg gehen, muss man aber eigentlich nie, weil wir schon einfach auch wirklich ein Freundeskreis sind. Genau. Ist eine große Klassenfahrt. Das, was er sagt. Ja. Im letzten Jahr habt ihr ja sogar euer eigenes Label gegründet, Moshpeat Records. Mhm. Ist es schwierig, ein Label zu gründen? Wie funktioniert das genau? Das ist eigentlich ein bisschen so entstanden, weil wir einfach irgendwie alles von A bis Z selber machen. Das heißt, wir, unsere Tourmanager sind früher unsere besten Freunde gewesen, die jetzt unsere technische Leitung machen, haben früher in irgendwelchen anderen Bands von uns gespielt. Das heißt, wir haben immer schon diesen Family-Gedanken gehabt
und wollen auch so ein bisschen immer wissen, wenn wir auf der Bühne sind, dass alles zu 100% Querbeat Handschrift ist. Und das fängt mittlerweile auch beim Merch an, den wir selber machen, dass wir nachhaltig und faire Bandmode produzieren, dass wir sagen, wir haben nur unsere Leute, die mit uns unterwegs sind. Und dann lag es irgendwann auf der Hand, dass wir mit unserem Label Universal zusammen überlegt haben, wie kriegt man das noch mehr wieder rüber auf unsere Seite und wie können wir noch mehr alles Querbeat branden und noch mehr, noch authentischer bis in die letzte Phrase des Albums. Wir produzieren auch alles selber, nehmen selber auf, schreiben alles selber. Da war das einfach der nächste logische Schritt. Klar hat man dadurch noch ein bisschen mehr Arbeit, weil man einfach immer mehr in vielen Sachen gefordert ist, aber wir sind viele, können das auf viele Schultern verteilen und es macht unfassbar viel Spaß. Ja, das glaube ich, wenn so jeder seine Aufgabe hat, ist das, glaube ich, auch recht entspannt. Ja, total. Und jeder kann irgendwie so eine Sichtweise einbringen. Und wenn wir man merkt natürlich dann irgendwann, ach scheiße, wir sind nicht nur eine Band, wir sind auf einmal auch so ein bisschen Firma geworden und haben regelmäßig jetzt auch über die Corona-Zeit immer Meetings gehabt, trotzdem jede Woche dran geblieben, immer gezoomt und müssen dann auch irgendwie, ja, immer up to date sein. Das ist eine komplett neue Facette, aber macht auch irgendwie total Spaß. Ja, dann danke ich euch für eure Antworten, für eure Zeit. Achso, ja, super gerne. Danke, dass ihr so lange in diesem sehr, sehr heißen Zelt ausgehalten habt. Sehr, sehr gerne. Gefühlte 49 Pagode. It's a Pagode. Das war's dann auch schon wieder mit Backstage-Spezial vom Campus Festival. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Plastik und fetter Rhythmusgymnastik, wenn Antrieb antreibt, liegt man bei. Das ist Endstufe 2.